Ja, herzlich willkommen Monster Legends Folge 91 und wir haben ein kleines bisschen was zu feiern, also ich zumindest. Nämlich Lord of Atlantis ist jetzt auch Stufe 1, auch bis zu 105 hochgefüttert. Damit sind alle meine Legis auf 105. Und demnächst habe ich dann endlich auch Runengewölbe nochmal im Upgrade auf Stufe 5, kann also endlich auch 5er Runen verteilen, dann kann es, glaube ich, im PvP endlich wirklich abgehen. Aber als kleine Feier gucken wir uns mal hier das Ende von dem Monster Dungeon an, der im Moment läuft, der Labyrinthmünzen rausrückt und der, ich finde, ganz interessant aussieht. Da gucken wir doch mal, wie gut die Legis jetzt mittlerweile schlagen. Die Gegner sind auch Level 100, Stufe 104, 105. Das aber ohne Runen ist natürlich zu meinem Vorteil, sage ich mal. So, ich versuche mal einen defensiven Art umzuspielen. Also erstmal Energie klauen beim Gegner, dann die gepanzerten Truppen setzen, um die Schilde aufzubauen. Den Druckunterschied nehme ich natürlich sehr, sehr gerne mit. Erhöhe den Schaden meiner ganzen Gruppe. Genau, bleibe im Schild hängen. Und zwar richtig. So soll das sein, so möchte ich das sehen. So. Zuerst da oben. Weg mit der Ausdauer. So, Atom, was machst du? Hart wie ein Fels. Hat mich schon öfter gerettet. Die Schadensreflexion schon einige Male und natürlich die Bonuslebenspunkte einige Male schon dafür gesorgt, dass ich dann doch noch stand und die Gegner sich dann mir kaputt gerieben haben. So soll es ja auch sein. Ich könnte jetzt hier heilen, machen wir das doch. Organisieren wir mir ein paar Heilungen und ein bisschen Energie. Und da ist Blob und Blob muss es ja jetzt machen. Er ist natürlich schnell und nicht stark, aber okay. Dafür ist er hübsch und niedlich und kräftig und ich habe noch den flüssigen Donner oder die nassen Splitter. Die würden auf jeden Fall mal einen rausnehmen und das machen wir auch. Das Monster, okay, der Schaden wird natürlich nicht reflektiert, wenn ich keinen Schaden kriege. Das ist der Nachteil an der ganzen Geschichte. Und klauen wir da oben wieder die Energie, nicht, dass der noch zuschlägt. Und was bleibt mir über? Jetzt muss der Atom mal durchziehen. Und das macht er ja auch eigentlich immer ziemlich gut und zuverlässig. Noch ein Weihwasser, jawohl. Der Blob kann es gar nicht brauchen eigentlich. Obwohl doch, der hat Energie, aber er hat keine Attacken mehr, weil die alle am Abklingen sind. Nächste Runde kriegt er wieder sein komplettes Set. Bis dahin ist aber. Ah, da gibt es den Schaden zurück. So sieht's aus. Streitkolben, Feierabend. So viel zu den gepanzerten Truppen. Es geht also auch anders. Muss nicht immer die gleiche Art sein, mit der ich durchstarte. Dem Blob bleibt relativ wenig über, na klar. Der geht eben einfach auf die Energie und versucht den Gegner am Handeln zu hindern. Der Atom ist vielseitiger und mein Heiler Lord of Atlantis sehr angenehm und dadurch, dass ich nur einen nachkaufen muss, glaube ich auch alle drei bis zu 130 relativ leicht beide steigerbar. Das schauen wir dann noch, wie weit das geht. So, was haben wir hier? Teddy 4, Rascal und eine Dead Unit. Okay. Wer kommt also? Die kommen alle zusammen dran. Dann klauen wir erstmal allen Ausdauer und spielen mal hart wie ein Fels. Mal sehen, vielleicht greifen sie ihn ja an. Wäre ja angenehm. Und ansonsten setzen wir dem Blob gleich schon mal die Präzision und ja, den Bonusschaden. Mir geht es aber da vor allen Dingen um die Präzision natürlich. Ja, hör auf deine Eltern. Krieg den Schaden wieder. Du greifst den Blob an. Das finde ich nicht okay.
Ja, genau, lähm doch den Atom, kriegt den Schaden wieder zurück. So soll's sein. So, mit ordentlich Schaden, flüssige Hiebe. Wer war denn am unbequemsten? Nehmen wir mal die Dead Unit raus. Atom ist gelähmt. Das macht im Zweifelsfall nicht viel. Und den Blob, dem reduziere ich den Schaden eigentlich dadurch. Aber ich heile ihn und das ist mir natürlich an der Stelle deutlich wichtiger. Den Rascal auch noch mit der Energie in den Keller setzen. Na, da kommt eine Ulti, zweimal Verwirrung. Und er nimmt sich selber raus. Das ist das, was der Atom wirklich kann. Da gibt es wieder Schaden bei mir und auch Schaden beim Gegner. Verwirrung. Was macht man gegen Verwirrung? Aufladen. Es bleibt mir ja nichts über. Atom. Und jetzt, wenn er fertig ist, ist es vorbei mit Schaden zurückreflektieren. Dann kommen die gepanzerten Truppen zur Abwechslung wieder. Wie gesagt, ey, spielen den jetzt mal defensiv. Mit 70.000er Schild. So, zum Verzweifeln eigentlich, ne? Ich weiß gar nicht, wie soll der Gegner durch ein 70.000er Schild durchgehen. Aber ob er es schafft oder nicht, spielt auch schon keine Rolle mehr. Jetzt komme ich dem nämlich entgegen, dem Ganzen. Präzision wieder drauf. Ich stecke ja gut hinterm Schild. Ja, er ist ja nichts. 65.000 Schild über. Schön, so soll es sein, so darf es sein. Rascal raus. Und weil er so schnell ist, nimmt er jetzt auch noch Teddy 4 aus dem Spiel. Sieg. So viel zum defensiven Setting. Das macht ganz gut Spaß. Es ist eine Möglichkeit, auf jeden Fall in der richtigen Situation auch einfach den Schaden wieder zurückzugeben. Und zwar eine Menge, weil er ja seine Lebenspunkte verdoppelt. Das kann ganz brauchbar sein. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal in der offensiven Variante an. Kennt vielleicht der ein oder andere schon, aber okay. Ich gucke zuerst, wer kann nicht gelähmt werden. Alle können gelähmt werden, das ist schön. Wer ist der Unterstützer? Ist Zomdalf. Versuch, mutig jetzt einfach mal, ziehen wir also ihm die Ausdauer weg und hoffen darauf, dass die anderen beiden gelähmt werden. Alle drei werden gelähmt, das ist natürlich umso besser. Dann kann der Atom geweiht werden. Ich kann warten, bis der Gegner fertig ausgesetzt hat. Ich gehe auf die Ausdauer. Atom sucht sich einen aus, um ihn umzuhauen. Hier da hinten den Vampir. Jetzt kommt die Präzision auch für den Blob hinterher. Der ist damit auch ein Aal. Auf der Gegnerseite mittlerweile. Wasserenergie auf Praller. Na, den mache ich nächste Runde erst. Keine Energie mehr. Ja, sie sind nicht tot. Doch, die sehen aber ziemlich tot aus. Okay, das mit dem Gift ist jetzt nicht so schön. Das muss ich loswerden nach Möglichkeit bei Zeiten, obwohl es ist wahrscheinlich mit dem Wasserenergie auf Praller schon erledigt. Der Lord of Atlantis, der könnte es jetzt machen, natürlich. Gar keine Frage. Macht's aber nicht. Da fahren wir noch den Sieg ein. Und der letzte Schritt in diesem Dungeon, und damit habe ich die momentan beiden aktuellen Dungeon auch alle beide wieder abgeschlossen, alle Münzen gesammelt, die es gibt. Das heißt, wir gehen demnächst dann auch wieder noch eine letzte Runde ins Labyrinth. Die strecke ich noch raus. Ich denke, Mittwoch oder wahrscheinlich sogar Donnerstag erst. Also am letzten Bewegungsrabatt wird der Rest an Münzen verbraucht. Könnte, ich glaube, bei Folge 89 habe ich drunter geschrieben, wann die nächsten sind. Also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag jeweils nochmal einer. Dienstagabend, Mittwoch früh, Donnerstag vormittags. Und das kann ganz angenehm sein. So, dann nehmen wir mal den Feuertypen. Zwei kriegen minus, aber
Der dritte nicht. Und dann ziehen wir den Streitkolben durch. Haben wieder den Dark Nubis verfehlt. Jetzt schon zweimal verfehlt, die Sau. Na gut, beim ersten Mal habe ich Schaden gemacht, aber Schaden ist natürlich noch nicht das, was ich machen möchte. Präzision. Und Bonusschaden, ja, aber vor allen Dingen Präzision auf Blob. Das ist sehr angenehm, wenn er die hat. Mit Bonusschaden. So, jetzt Dark Nubis. Diesmal erwische ich ihn und zwar komplett. Dann schütze ich mich, gehe in den Panzer und damit habe ich eigentlich nur noch Zustände zu befürchten. Jetzt Präzision und Bonusschaden auch noch auf Atom. Dann kann der gleich abgehen wie die Katze von, wie hießen die, Müller, Meier, nein, Schmitz. Aber das macht er ja auch gleich quasi fast wie sein Pad. Und da müssen wir dann ran und demnächst mal wieder einen alternativen Legi hochziehen, denke ich, damit da wieder was zu sehen ist und ein bisschen Abwechslung kommt. Die drei auf jeden Fall wird mein PvP-Team. Ich brauche jetzt noch jemanden, der Blutungen kann, damit ich die Abenteuerkarte dann irgendwann auch bewältigen kann. Aber das ist ja noch weit weg, lang hin und Zukunftsmusik brauche ich eigentlich noch gar nicht dran drehen. So, wie geht's meinem Team? Alle stehen gut da, also kriegt der Blob nochmal Präzision verteilt, Bonusschaden und kann natürlich mit dieser Präzision und dem Bonusschaden keine Attacke machen, weil alles erstmal wieder in Nachladen ist. Aber beim Atom hätte es sich nicht gelohnt, der hat seinen Streitkolben schon auf Bonusschaden. Er würde den mit einem Schlag umhauen, wenn er das früher kriegen würde. Da müsste aber der Lord of Atlantis schneller sein, aber auf den schnellen Blob möchte ich nicht verzichten. Er ist nun mal auch von den Werten her einer von den schnellsten überhaupt. Timerion, auch ein echter Aal. Nichts für mich, aber auf jeden Fall taktisch ein Riesenvorteil. So, da kriege ich einen Dark Nubis. Den sammeln wir, das ist schön, dann ist abgeschlossen. Und so viel zum Thema. Die Legis sind jetzt alle auf Stufe 105. Das ist auch ganz gut. Jetzt gucken wir uns das Ganze vielleicht am besten noch im PvP an. Da macht es ja noch am meisten Sinn. Da können wir auch vor allen Dingen, ja, ich pfeife auf mein Schild natürlich. Vor allen Dingen Gegner finden, die eben auch Runen haben. Wie hier, mit Geschwindigkeitsrunen, zwei Stück. Ein extrem gefährlicher General Damis. Alle drei Stufe 100. Freue ich mich. Ein gefährlicher Gegner, so soll das sein. Jetzt kann man da oben nicht erkennen, ob er immun gegen Betäubung, er kann gelähmt werden. Ja, die Geschwindigkeitsrune haben sie, aber keinen ausreichenden, um mich in der Geschwindigkeit zu schlagen. Also der Damis war der stärkste mit zwei Stärkerunen, der muss erstmal ganz schnell passiv gemacht werden, würde ich sagen. Hoffen auf Lähmung. Kriege ich zweimal, den Darm ist nicht, aber das ist nicht so schlimm, weil er ja keine Energie mehr hat. Und ohne Energie hoffentlich nicht mit seiner ultimativen, ja, genau, er muss sich aufladen, kommt nicht mit seiner ultimativen Attacke durch und das ist auch ganz gut so. So, jetzt die flüssigen Splitter klauen nur einem einzigen, da unten dem Robo, die Lebenspunkte und die Energiepunkte. Das ist natürlich extrem gefährlich. Jetzt riskieren wir also doch, dass der Darm jetzt zuschlägt. Erstmal Master Skill raus. Er kommt mit seinen Blitzattacken. Ich habe zwei Wassermonster, natürlich ganz unbequem. Hausputz könnte hier helfen. Soll hier auch helfen, komm den Damis rausnehmen und du kriegst mit den flüssigen Hieben hoffentlich die Energie von dem Robotypen weg, der sich aufladen muss und keine Option mehr hat und damit stirbt.
Also auch im PvP durchaus brauchbar. Hier gibt es natürlich eine Belohnung. Und ich schaue auf die Uhr. Wir haben noch nicht ganz 20 Minuten. Dann können wir noch mal ein PvP. Einen haben wir noch, den nehmen wir auch noch mit. Und ich suche jetzt einen Gegner, der gefährlich ist. Eigentlich sind die alle gefährlich, die Kombos, die meine Gegner da haben. Abdil, du bist mein letzter Gegner, denke ich mal. Über 10.000 Futter, das ist angenehm. Ein Alkes spielt er. Einen kräftigen Alkes. Viele Lebenspunkte auf jeden Fall. Schauen wir mal, wie wir damit klarkommen. Und einen schnellen Ringer. Der ist ein bisschen unterbesetzt mit Runen, ne? Da war er noch so ein bisschen nicht fleißig genug. So, lähmen kann ich alle. Einen schnellen Ringer. Ich denke, ich versuche mich mal zuerst an dem Blitztypen. Den möchte ich gerne gar nicht sehen. Dann nehmen wir mal die defensive Variante, also Schadensreflexion im großen Stil. Den Blob mit Präzision versorgen. In der Hoffnung, dass er durchkommt. So, die Blitzattacken kommen nicht. Gut. Beruhigungspfeile, ja, genau. Ach, verfehlt. Er schlägt mal kräftig rein, kriegt natürlich zurückgeleiteten Schaden. Ich habe ein paar Albträume zu erleiden. Das ist hoffentlich nicht ganz so anstrengend. Rauf auf die Energie, überall was wegziehen. Auch er kriegt seine Albträume zum Erleiden. Eine Runde sollte das noch laufen. Das heißt, wir ziehen den Streitkolben durch auf den Ringer. Denn einmal möchte ich ja noch, dass er angegriffen wird. Am besten vom Ringer, damit er sich selbst rausnimmt. Druckunterschied ist natürlich eine Option. Jetzt aber nein, was wir wirklich brauchen, ist das Ende der Albträume. Die Massenerholung, Energie dazu. Genau, er heilt und kriegt dafür selber Schaden. Das muss ich, da muss ich dran denken. Das ist relativ ungünstig. Das soll nicht so oft passieren. So, flüssige Hiebe. Auch da Energie auf Null setzen. Genau, dann sind die beiden handlungsunfähig und die Glocke schlägt auf den Blob. Hat also nicht funktioniert an der richtigen Stelle. Und dann den Alkes nochmal mit Ausdauer minus versorgen. Jetzt, solange er noch 70.000 Lebenspunkte hat, das Schild setzen. Das 70.000er Schild. Jetzt können wir den Druckunterschied auf den Ringer. Jetzt ist das nicht mehr wichtig, dass der Ringer sich selbst umhaut. Hat er ja nicht gemacht. Gibt es da auch noch einen Bonusschaden für? Das ist natürlich angenehm. Da kommen auch die Albträume nicht durch, weil ich ein Schild habe. Aber alles hat Abklingzeiten. Da können wir nichts dran ändern, laden wir also auf. Der Blitz kommt nicht durch, weil ich nämlich das mächtige Schild habe und der Betäubungspfeil schlägt jetzt dann doch durch. Da geht's auf den Blob. Okay, aber Atom kommt, setzt die Erdoffensive. Und da werden Runden verloren beim Gegner. Na, ich muss unbedingt den Blob heilen. Nicht, dass da noch was passiert. Der leidet ja noch an Albträumen. Das ist ja relativ ungünstig. Kraft und Präzision ist im Minus. Jetzt nimm mal wieder die Energie von dem Blitztypen. Klappt nicht. Na, die Präzision ist halt im Minus. Das ist immer schlecht. Flüssige Splitter vielleicht beide. Na, nur der Alkes verliert seine Energie. Aber okay. Atom leidet am Ausdauermangel. Und du musst wieder den Blob heilen, denn dem geht's nicht so richtig gut. Und ich möchte ja nicht, dass er stirbt eigentlich. Ja, setz aus, brauchst Ausdauer, das geht euch schlecht. Der Blob kommt immer zweimal dran, bis wieder meine Gegner dran sind. Das ist natürlich sehr angenehm. Verfehlt aber der Streitkolben. Trifft's. Und was haben wir noch? Ein Hausputz würde nichts bringen. Dann setzen wir jetzt den Blob, die Präzision wieder in Ordnung. Mit Bonusschaden, alles was er hat. Eine Attacke muss er jetzt zur Verfügung haben, hat aber keine. Wegen Ausdauermangel und Abklingzeiten. Dann kommt der Halkes doch nochmal dran.
Minusschaden, aber Präzision, das reicht mir. Und da gewinnen wir auch den letzten Satz. So, viel zu den Legis. Das war ja mal ganz angenehm. Letztes Mal haben wir ja die Rares angeguckt. Das heißt, jetzt als nächstes kommen dann die Epics wieder auf die Abenteuerkarte. Ich danke für euch fürs Zugucken. Viel Spaß und natürlich bis später.